Das Medieval Pierin von Funhole ist in vielerlei Hinsicht ein klassisches Piratenset, das in seinem Design wunderbar zu Legos Barracuda Bucht und auch Bluebricks Pirateninsel passen sollte. Warum Funhole das Set mittelalterlich nennt oder einer der Minifiguren ein Saxophon in die Hand drückt, ist mir jedoch ein Rätsel. Das Set selbst ist für mich der neue Höhepunkt eines ohnehin starken Portfolios bei Funhole. Für rund 170 Euro bekommen wir nicht nur ein erstaunlich großes Set mit sehr guten Steinen und einer sehr guten Anleitung, auch digital, sondern wie immer auch eine Beleuchtung und für die Größe erstaunlich guten Detailgrad. Dazu kommt die Funhole-typische wertige Aufmachung, die hier noch einmal verbessert wurde. Eigentlich auch ein Traum für Kinder. Neben der zum Spielen nicht geeigneten Beleuchtung ist das Set jedoch auch sehr empfindlich konstruiert. Das obere Stockwerk abzunehmen, ohne es dabei zu zerlegen, ist keine einfache Aufgabe. Es gibt auch weiterhin keine Option, das Set ohne Beleuchtung zu kaufen, und natürlich haben die Teile wie fast alles aus China einen ordentlichen Mikrokratzerschimmer. Ich vergebe 4 Hüte.